Die serbische Journalistin Ana Lalic landete unlängst im Gefängnis, weil sie etwas geschrieben hatte, das ihrer Regierung nicht passt. Es ging um die Corona-Krise und darum, dass in diesem Krankenhaus Schutzausrüstung fürs Personal fehlte. Ich hatte es gewagt zu sagen, dass es ein Problem gibt und dass man das Problem nicht verschweigen darf, weil der Staat die öffentliche Gesundheit schützen muss. Doch das sah die Regierung offenbar anders. Die Polizei stand vor ihrer Tür, stellte ihre Wohnung auf den Kopf. Dann wurde ich verhaftet und ich begriff, Leute, das hier ist eine Diktatur. Ich fürchtete, wenn sie uns so offen mundtot machen können, wo hört das auf? In Serbien gelten aktuell strenge Notstandsdekrete wegen Corona. Doch die Lage von Journalisten war schon vorher besorgniserregend. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen steht das Land nunmehr auf Platz 93. Wir sind sehr froh, dass durch einen solchen Report endlich auch der EU klar wird, dass Serbien in eine falsche Richtung geht und die Demokratie hier ernste Defizite hat. Auch in Ungarn kämpfen Journalisten um die Freiheit zu berichten. Laszlo Szili, Chefredakteur eines der wichtigsten ungarischen Online-Medien, beliebt bei jungen Lesern, kritisch und deshalb unter Druck der Regierung. Man bekommt nicht direkte Drohungen. Du bekommst einfach auf die wichtigen Fragen keine Antworten. Wir kriegen niemals Antworten auf unsere Fragen. Wegen Corona arbeitet er derzeit zu Hause. Wegen Corona ist die Situation für unabhängige Journalisten in Ungarn aktuell noch schwieriger, als sie ohnehin schon war. Schuld daran ist das Notstandsgesetz von Regierungschef Viktor Orban. Jetzt drohen Journalisten bis zu 5 Jahren Haft, wenn sie Meldungen verbreiten, die die Regierung als Fake News klassifiziert. Damit hat Orban de facto ein Sanktionsmittel gegen kritische Berichte. Ungarn steht im diesjährigen Ranking von Reporter ohne Grenzen nur noch auf Platz 89. Corona ist da leider nur ein Vorwand in vielen Ländern, um eigentlich autoritäre Reflexe auszuleben. Was dort passiert, ist nicht mit den Grundwerten der EU und den Grundrechten vereinbar. Ich will mit meiner Arbeit beweisen, dass Ungarn nicht so funktioniert wie ein normales Land, sagt Laszlo Szili. Er will sich nicht unterkriegen lassen.